Hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute heißt das Motto, man soll Gelegenheiten nutzen, wenn sie sich denn ergeben. Und so hat sich die Gelegenheit ergeben, für mich den Audi A4 Avant 3.0 TDI, hätte man früher gesagt. Heute heißt es Audi A4 Avant 50 TDI Quattro. Probe zu fahren, 286 PS aus einem 3 Liter V6 Dieselmotor. Ja, Diesel fährt man heute immer noch und ich bin der Meinung, das fährt man noch etwas länger. Aber wir schauen uns einfach mal dieses Aggregat an, denn den Audi hat relativ viel Prügel von mir bekommen in den letzten zwei Videos. Da hätten wir zum einen den Audi Q3, das Video verlinke ich euch, und der Audi A6 50 TDI als Limousine, den hatte ich euch auch vorgestellt und der hatte mit dem Motor relativ viel Prügel bezogen. Schauen wir einfach mal, ob es beim Audi A4 gleich genauso schlimm ist. Das werden wir gleich sehen und zwar, wenn ihr dran bleibt, viel Spaß. Schauen wir uns den Audi A4 Avant einmal genauer an. Und zwar jetzt hier in der Ausstattungslinie Sport und im Modelljahr 2019, das heißt das Facelift 1.0. Und das Facelift 2.0 kam dann tatsächlich jetzt zum Modelljahr 2020. Das heißt, das Fahrzeug ist so, wie es jetzt ist, lediglich als Gebrauchtwagen oder Vorführwagen noch erhältlich. Wir haben hier die Ausstattungslinie Sport. Woran wir das erkennen? Ganz einfach hier an den silbernen Applikationen, die wir hier unten drinnen haben. Wir haben LED-Scheinwerfer verbaut ohne Matrix-Funktion. Erkennbar die LED-Scheinwerfer an diesem doppelten Winkel, den wir hier haben, im zweifachen. Und LED-Licht haben wir hier. Allerdings da fehlen die Module für das Matrix-LED-Licht. Den Audi Single-Frame-Grill, den kennen wir auch. Ansonsten haben wir hier die Lackierung Mythos Schwarz Metallic. Ja, so die klassische Vertreterlackierung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben hier noch die Privacy-Verglasung drauf. Das Ganze auf 18 Zoll Leichtmetallrädern hier. Das macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck und ich finde auch die 18 Zöller stehen im Wagen sehr, sehr gut. Am Heck haben wir dann tatsächlich das typische Audi-Design mit den natürlichen Fake-Auspuff-Endrohrblenden, die wir dann hier unten haben. Das sehen wir. Hier ist diese Fake-Auspuffrohrblende. Hier ist tatsächlich eine Auspuffblende, die offen ist. Da sind zwei kleine Auspuffendrohre drin. Hinter der Heckklappe verbirgt sich ein Kofferraumvolumen von 505 Litern. Das ist Standard in der Klasse. Gut nutzbar. Passt auch viel rein, allerdings nicht sonderlich hoch der Laderaum. Das schränkt dann natürlich die Nutzbarkeit ein, gerade wenn man wie ich mit Kindern unterwegs ist, dann passt da der Kinderwagen des Öfteren mal nicht optimal rein. Hier sehen wir dann tatsächlich, sollte ein Ersatzrad normalerweise drin sein, ist es nicht, da hängt jetzt die Batterie. So, der Boden ist relativ stabil. Wir haben auch hier, was mir sehr gut gefällt, sind diese LED-Lichtschienen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier die Fernentriegelung für die Rücklehnen, übrigens im Verhältnis 40, 20, 40 umteilbar. Nochmal hier auch eine Fernentriegelung. Haken haben wir hier. Das Rollo fährt übrigens elektrisch hoch und runter. Sehr schön, sehr praktisch. Und hier hinten verbirgt sich dann das Trennnetz, was wir aufspannen können. So, dann nehme ich euch doch jetzt einmal mit in den Fond vom Audi A4 Avant, denn der ist ja nicht sonderlich uninteressant, wie man da hinten eigentlich sitzt. Wir haben solide Bügeltürgriffe. So, ich bin eben gerade auch erst von meiner Tour zurückgekommen. Da können wir jetzt einmal ganz kurz sehen, wie der Kindersitz da drin integriert ist. Ich würde mal sagen, das sieht ganz gut aus, nur mit der Beinfreiheit hinten sieht es dann ein bisschen enger aus. Der Sitz ist übrigens hier auch auf meine Größe eingestellt, 1,78 den Beifahrersitz, also können wir jetzt hier einmal einsteigen. So, und wie wir sehen, passt hier durchaus noch was davor, so ungefähr zwei Finger, beziehungsweise ist schön ausgeschnitten hier, das ist eigentlich ganz ordentlich. Dann haben wir hier noch eine 3-Zonen-Klimaautomatik mit zwei USB-Anschlüssen, die da unten drinnen sind. Wir können auch die Temperatur hier regeln, wie sie uns denn passt.
Die Lüftungsdüsen sind natürlich auch anpassbar. Isofix, wie gesagt, gibt es hier auch tatsächlich an den Außenpositionen. Ist auch sehr, sehr gut zugänglich. Das passt wunderbar, also das kriegen wir sehr gut rein. Dann haben wir hier dieses riesige Panoramaschiebedach verbaut. Bringt auch sehr viel Licht in den Innenraum hinein. Kopffreiheit, da fehlt sich gar nichts hier im Fond. Da habe ich noch eine Faust nach oben hin Platz. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch mal ganz kurz jetzt hier den Innenraum an und wie sich so auf der Fahrersitzposition sitzt. Dann steigen wir jetzt einmal hier in die Fahrerposition ein. Was wir übrigens sehr, sehr schön sehen, wir haben elektrische Sitzverstellungen und was hier auch ebenfalls ist, eine Massagefunktion. Sehr, sehr praktisch. Bitte nicht von den Piepsen orientieren lassen oder verändern lassen, dass es tatsächlich die Zündung ist an, beziehungsweise der Motor läuft. Das sind übrigens diese normalen Komfortsitze, die Audi anbietet. Ich persönlich mag sie, sie haben eine ausziehbare Schenkelauflage. Wie gesagt, sie sind in dem Fall hier sogar elektrisch verstellbar mit der Massagefunktion. Hier haben wir auch die Lordosenstütze oder beziehungsweise die Steuerung für die Massagefunktion. Dann steigen wir ein. Und was fällt als erstes auf? Wir haben kein Audi Virtual Cockpit hier verbaut, sondern tatsächlich die analogen Instrumente. Mir persönlich gefallen die sehr, sehr gut sogar. Natürlich ist das Virtual Cockpit bietet eine höhere Anzeigevielfalt. Wir können aber hier genauso durch die Menüs skippen und uns tatsächlich die Kartenanzeige herholen, wie wir es benötigen. Also alles einwandfrei. Ja, so ist es nicht. Das Dreispeichenlenkrad schaut eigentlich sehr, sehr schön aus. Okay, es sind eigentlich vier Speichen, wobei persönlich, naja, dass ich jetzt hier mit zwei Fingern durchgreifen kann, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich das deutlich verändert. Was auffällt, die Materialien sind Audi-typisch sehr, sehr schön, sehr, sehr fein verarbeitet, sehr, sehr hochwertig insgesamt zu betrachten. Auch der Monitor gefällt mir sehr, sehr schön, gut hier vom MMI Plus System. Und dann haben wir hier die 3-Zonen-Klimaautomatik, gefällt mir ebenfalls gut, weil sie hat so sensible Knöpfchen, mit denen man hier hoch und runter switchen kann. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit Sync. Also ich persönlich mag so ein Klimabedienteil sehr, sehr gerne. Und ich bin auch der Meinung, das ist immer noch besser als jegliche Bedienung über den Bordmonitor. Darunter haben wir dann die Fahrassistenzsysteme, das Audi Drive Select, worüber wir die einzelnen Fahrprogramme steuern können. Dann die Start-Stopp-Automatik deaktivieren, dann die Traktionskontrolle deaktivieren oder aber die Parkhilfe mit der Rückfahrkamera aktivieren, auch ganz praktisch. Und ansonsten können wir auch den Monitor damit komplett ausschalten. Da unten ist dann lediglich ein USB-Anschluss, der ist dann ausreichend oder beziehungsweise für die Konnektivität ganz ausreichend für mich. Dann haben wir hier zwei Cupholder, dann das Bediensystem des MMI-Systems, immer noch mit den klassischen Direktwahltasten hier mit dieser VIP-Taste. Dann haben wir hier den Touch-Controller, mit dem wir tatsächlich Eingaben schriftlich über die Finger eingeben können, Menü, Back und ansonsten haben wir hier noch für die Side-Menüs können wir dann tatsächlich immer noch hier auch reinspringen. Sehr typisch und schön von Audi. Es ist wirklich sehr fein verarbeitet, auch das Klicken sehr, sehr hochwertig. Dann haben wir hier den Automatik-Stick, ja, Stick wohlgemerkt, oder Schubhebel kann man ihn ja fast auch nennen, von dem 8-Gang-Automatikgetriebe, was wir verbaut haben. Dann haben wir die elektronische Parkbremse. Hier übrigens noch so ein kleines Ablagefach, da passt der Schlüssel ganz gut rein. Und hier ist der Lautstärkenregler oder aber An-An-Aus Knopf für die Audiobedienung. Des Weiteren haben wir hier noch eine verschiebbare Armauflage, die tatsächlich auch in der Höhe einstellbar ist. Hier ist übrigens das Induktivladefeld untergebracht fürs Smartphone und noch einen weiteren USB-Anschluss sowie ein AUX-Anschluss. Alles mit gummiert, das heißt also hier verrutscht auch wirklich nichts und das Smartphone ist hier bei mir auch nicht verrutscht. Genau. Dann würde ich aber auch sagen, können wir tatsächlich in den Fahrbericht hineingehen. Ich war jetzt 2400 Kilometer mit dem Audi A450 TDI Quattro unterwegs, konnte den Wagen tatsächlich von Kilometer 10 an, ich habe ihn als Neuwagen übernommen, an mich gewöhnen. Und auch das Fahrzeug konnte sich an mich gewöhnen. Das ist ja ein sehr, sehr entscheidender Punkt, denn es ging hier bei dem
Aggregat ja schlicht und ergreifend auch um das Thema, wie verhält sich denn der Sechszylinder mit dem Automatikgetriebe im Gegensatz zum von mir gescholtenen Audi A6 mit gleicher Antriebskombination. Leider muss ich zugeben, gibt es nicht viel Verbesserung im Zusammenspiel zwischen Motor und Getriebe. Audi hat da tatsächlich in der Abstimmung doch meiner Meinung nach einen großen Fauxpas gemacht oder hat es aber zu gut gemeint mit dem Thema der Abgasreinigung. Man wollte wohl einfach sicher absolut auf Nummer sicher gehen. Mit der 6D-Temp-Zertifizierung ist auch dieses Problem aufgetreten, dieses verzögerte Ansprechverhalten, was vorhanden ist. Wir haben schlicht und ergreifend untenrum keine Kraft. Das heißt, der Motor entwickelt auch seine 620 Newtonmeter erst ab offiziell 2250 Umdrehungen, was in der Praxis dann bei rund 2400, 2500 Umdrehungen ist. Somit fällt er auch gefühlt immer wieder in ein Loch unterhalb dieser Zahl, vor allem unterhalb 2000 Umdrehungen, was dann dafür sorgt, wenn man irgendwo an eine Kreuzung heranrollt und dann vor dem Verkehr noch schnell einscheren will, man drückt drauf, gibt ihm auch einen ordentlichen Gasbefehl und es passiert nichts. Auf einmal 2 Sekunden ungefähr passiert gar nichts, bis dann tatsächlich der Antrieb so weit umgestellt hat, okay, ich möchte vorwärts, und dann auf einmal marschiert er wie der Stier beim roten Tuch. Das ist sehr, sehr unharmonisch und es passiert auch nicht immer, sondern es ist sehr unvorhersehbar, wann der Motor so reagiert, wann das Getriebe eben verzögert anspricht. Auf der Autobahn ist es relativ klar. Wenn man da tatsächlich dahin fährt, achter Gang ist drin, man drückt ihn drauf, dann weiß ich, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis der Motor zwei Gänge lang oder bis das Getriebe 2 Gänge zurückgeschaltet hat, bis die Drehzahl ungefähr bei 2600 Umdrehungen liegt, dann schiebt er los. Das kann ich berechnend tatsächlich in meine Fahrweise mit einkalkulieren. Das heißt, ich weiß schon, jetzt fährt der auf Seite, jetzt kann ich schon mal drauf drücken. Weil bis der von der Seite weg ist, dann setzt der Motor tatsächlich erst seine Kraft um. Ist natürlich eine sehr, sehr komische Fahrweise, das muss man ganz klar sagen. Und die passt auch einfach nicht zu dem Premium-Anspruch, den Audi hier schlicht und ergreifend hat. Genauso passt auch nicht für mich der Verbrauch, den ich ermittelt habe. Ich bin hier über Langstrecke, Autobahn durchaus 160, 180 gefahren. Ich bin aber auch viel Kurzstrecke, Stadtverkehr gefahren. All den ganz normalen Alltag, den ich sonst auch mit allen Testfahrzeugen abspule. Und da hat er sich tatsächlich 7,3 Liter im Schnitt genehmigt, errechnet, was okay ist, wenn man das bedenkt. Dennoch, ein 330 Diesel X-Drive Touring verbraucht leider einen halben Liter auf alle Fälle im Schnitt weniger. Und das ist dann schon eine ganz andere Geschichte. Das Fahren an sich mit dem Audi A4 ist ja gewohnt sehr komfortabel. Wir haben eine Lenkung, die nicht zu direkt ist, die eher ein bisschen teigig und synthetisch ist, dennoch aber okay. Wir haben den Quattro-Antrieb, der natürlich hervorragend für Traktion sorgt, auch wenn es tatsächlich draußen regnet oder ein bisschen schmierig ist. Wir haben tolle Assistenzsysteme, die gut arbeiten, bis auf den Spurhalteassistenten, der mir zu sehr in der Spur ein bisschen schwimmt. Da würde ich mir wünschen, dass er sich ein bisschen genauer konzentriert, vor allem auch bei vorausfahrenden Fahrzeugen, dass er sich an denen orientiert. Dennoch, ansonsten passt hier alles. Das MMI arbeitet sehr, sehr schön. Die Realtime-Traffic-Informationen mit dem Online-Daten, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ansonsten die Geräuschdämmung auf der Autobahn sehr, sehr gut. Der Motor hört man sehr schön präsent, das mag ich. Dieses tiefe, grummelige, das V6-Geräusch sehr präsent. Und das mag ich auch, das soll auch so sein, denn so einen Motor möchte man hier hören. Wir haben einen großvolumigen Motor, der darf dann auch durchaus eine präsente Stimme haben für meine Begriffe. Das Ende der Dienstfahrt mit dem Audi A4 50 TDI Quattro Avant Modelljahr 2019. Prügel hat er ja leider wieder bekommen, aber diesmal tatsächlich auch wieder nur für den Antrieb. Die Prügel hat er zurecht bekommen. Man merkt auch, dass tatsächlich das nicht ich der Einzige bin, der über dieses Problem berichtet. Ich war mit einer der Ersten, der es tatsächlich öffentlich an den Pranger gestellt hat mit dem A6 Video. Jetzt mittlerweile springen selbst Fachzeitschriften wie die Autobild mit auf und in diversen Foren
wird es auch heftig diskutiert. Interessanterweise kommt bei jedem ein etwas anderes Bild an, beziehungsweise der Antrieb bleibt leicht unberechenbar in seiner Arbeitsweise. Das macht ihn auch ein wenig unschön, genauso wie der erhöhte Spritverbrauch, denn Kraft hat er halt wirklich und auf der Langstrecke macht er schon sehr viel Spaß. Und der A4 gefällt mir noch immer unwahrscheinlich gut, hat genügend Platz. Okay, für Familien ist das schon ein bisschen mit Einschränkungen zu genießen, ganz klar. Dennoch, ein Audi A4 ist immer eine Kaufempfehlung für meine Begriffe, nur hier halt eigentlich mit dem 3 Liter Diesel mit Einschränkung, weshalb ich tatsächlich den 40 TDI euch wärmstens empfehlen würde. Der hat genügend Kraft, ist deutlich sparsamer und auch deutlich günstiger. Aber nicht ich bin hier der Einzige, der redet, sondern ihr seid jetzt tatsächlich dran. Redet mit mir. Bin ich wieder nur ein Audi-Basher oder habt ihr tatsächlich Erfahrungen mit dem 50 TDI gesammelt? Und wenn ja, in welcher Form? Ich würde mich freuen, wenn wir da konstruktiv drüber diskutieren. Und deswegen lasst mir ein paar Kommentare da, ein Like oder Dislike, je nachdem, was ihr möchtet. Und wenn ein Like dabei war, bitte nicht vergessen, das Abo vom Kanal zu drücken und die Glocke, damit wir uns möglichst schnell wiedersehen können. Bis dahin sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.